Welche Überwachungskameras muss ich zugreifen? Habe ich euch schon erzählt, dass meine Schwester sich jetzt, dass sie sich jetzt eine zweite Katze geholt haben? David Levin. Ach, das Susi. Ah, interessant. Ich hoffe, du findest was. Kann man jetzt hier nur den Spider-Bot nutzen, um dieses Relikt zu finden, ja? Sonst kann ich jetzt hier mit nichts machen. Was für eine Katze? Auch eine europäische Hauskatze. Also quasi die Nichte von ihrem Kater, den sie schon haben. Sozusagen. Haben die sich jetzt geholt. Ich muss irgendwelche Überwachungskameras hacken. Ich weiß jetzt nur noch nicht so richtig, welche. Okay, ich habe jetzt hier. Ich kann hier nicht zugreifen. Ist hier noch irgendwo. Nee. Die hilft mir gar nichts, die Kamera. Komm da nicht ran. Muss ich erst in eine andere Kamera? Okay, es war gar nicht so schwer. Was jetzt? Bin ich wieder hier. Bis in die Richtung. Das heißt, ich muss hier halt einfach quasi hingehen. Weil über die Kameras kann ich hier absolut gar nichts hacken. Die Kamera bringt mir nichts. Noch Raufasertapete und ein bisschen Farbe. Ja.
Da sind wir bei dem, was wir ja eigentlich vermeiden wollten, ne, Susi? Ich weiß halt nicht, diese komischen Wachtmänner hier. Die meckern ja dann wieder rum, dass sie mich noch nie gesehen haben. Das ist doch unfassbar. Der meckert nicht rum. Korrekt. Oh. Das ist blöd. Perfekt. Noch zwei weitere Datenrelais. Das eine ist unten, ne? Da komme ich doch aber her. Aber ist nicht Raufasertapete weniger, also nicht gröber, kann man das steigern? Grob? Gröber als als so rau Putz? Also wenn ich mir meine Wand angucke, hier ist ja auch nur so ein Putz, so ein rau Zeugs. Und Raufasertapete ist doch ein bisschen anders von der Struktur. Ihr habt normale Raufasertapete. Okay. Ja, da gut, dann könnte es halt ein bisschen ausgleichen. Noch ein Datenrelais und ich hab's. Hab mir tatsächlich eure Wände nie so genau angeguckt. Ob das Tapete ist oder nicht. Nur für interne Kommunikationszwecke. Unsere offizielle Stellungnahme ist, dass DedSec-Angehörige hinter den Bombenanschlägen stecken. Ich bin wirklich fassungslos, dass du immer noch darüber diskutierst. Es gibt keine neuen Beweise. Unsere offizielle Stellungnahme wird nicht verändert. Bitte unterlasse sämtliche weiteren Untersuchungen. Okay. Denke nicht, dass ich den einfach so umboxen kann, oder? Kann mich nicht ducken? Warte, hier sind Punkte. Technikpunkte. Oh. Da. Ja. Ja, da ist der Typi. Übrigens, meine GPU-Auslastung ist bei 50% und die Temperatur ist 43 Grad. Also ist okay. Alles in bester Ordnung. Das sollte reichen. Jetzt nehme ich einfach das Audio aus diesem Stream und das Video aus diesen 36 und geschafft. Geh dorthin zurück, wo du den Spider-Bot gefunden hast und ich zeige dir die AR-Rekonstruktion aus der Nacht des Anschlags. Super. Super. Alles entspannt, ja. Zum Glück. Das heißt, wir können das hier richtig gut durchstreamen. Das Spiel. Ist ja nicht so, dass ich das vielleicht auch noch auf der PS5 hätte, aber dann kann ich das ja offline noch mal irgendwann für mich selbst spielen. Hier ist so ein Symbol für eine Textdatei.
Oh. Nach oben. Da ist wieder ein Pfeil drüber. Unter 80 Grad ist an sich nur noch ein Problem für Festplatten. Wieso ist unter 80 Grad ein Problem? CTOS, AR, Datenrekonstruktion läuft. Hast du die Ladung dabei? Halten wir etwa nicht Wort? Vertrau nie einem Kelly-Hund. Kelly? Wie in Clan Kelly? Soll das heißen, diese Gangster-Wichser hatten hier ihre Finger im Spiel? Ich denke, die Kellys waren die Zulieferer. Und das ist die Übergabe. Wer war das, die sie getroffen haben? Schien nicht vertraut. Vielleicht Zero Day? Steh nicht einfach rum. Sieh dich weiter um. Steh nicht einfach rum. Sieh dich weiter um. Bagley. Kannst du herausfinden, wer den Spider-Bot gesteuert hat? Ich habe das Signal, das der Spider-Bot sendet, jetzt vollständig entschlüsselt. Ich kann zwar keinen eindeutigen Nutzer identifizieren, aber dieser Code wird vom Metropolitan Police Service verwendet. Was? Die Bullen haben zugesehen? Die Rekonstruktion geht hinter diesem Schutt weiter. Wir haben nicht ganz zufällig irgendwo ein Quantentunnelgerät herumliegen, oder? Wo ist unser Spider-Bot? Dauert es noch mindestens 10 Jahre. Aber Spider-Bots und Drohnen haben wir schon. Versuch es doch damit, wenn du nicht warten möchtest. Gute Idee. Dafür brauchen wir das. Wir waren erst einfach nur schon zu schnell. Richte deine Menschenaugen doch mal auf die Ladung des Vans. Super. Festplatten sind das Einzige, ist noch wirklich hitzeempfindlich. Ja, aber deswegen ist ja unter 80 Grad kein Problem. Eher über 80 Grad. RDX-Stickstoff und genau dasselbe Zündsystem wie bei den Bomben im Parlament. Zero Day. Da, schnell, wir haben noch mehr zu tun. Ihr wurdet also angeheuert, alle Ziele zu versorgen? Klappe, Kenntnis nur bei Bedarf. Shit. Dann hat Zero Day mit mehreren Gruppen die Anschläge durchgeführt? So kann man auf jeden Fall einen großen koordinierten Angriff verüben und dabei anonym bleiben. Zero Day brauchte Leute und Ressourcen in unmittelbarer Nähe. Und man muss nicht der beste KI-Detektiv der Welt sein, um zu erkennen, dass sowohl Clan Kelly als auch Albion von den Anschlägen profitiert haben. Leider kriegen wir aus der AR-Rekonstruktion nicht mehr raus. Aber wenn wir den geheimnisvollen Officer finden könnten, der mit dem Spider-Bot spioniert hat, erfahren wir vielleicht mehr. Was seht ihr, dass die da oben? Die stehen einfach schon Ewigkeiten rum und arbeiten überhaupt nicht. Ja gut, aber das, dann müsste ich meinen PC immer nur zum Word-Dokument schreiben nutzen, damit die Temperatur von der GPU unter 40 Grad bleibt. Also, ja. Man will ja auch ein bisschen die Grafikkarte nutzen, die man hat. Wenn ich das jetzt hier aufmache, fällt das auf? Ich habe die Seriennummer des Spider-Bots zurückverfolgt. Er wurde vor 3 Jahren New Scotland Yard zugeteilt. Vielleicht finden wir im Revier mehr Informationen zu Nutzer und Aufgabe. Die Bullen waren schon an den echten Tätern dran, haben aber aus irgendeinem Grund die Fresse gehalten. Das passt auch nicht. Uns fehlen noch ein paar Puzzleteile. Die Wahrheit erfahren wir nur, wenn wir der Sache bei New Scotland Yard nachgehen. Geschafft!
Aber die Mission ist noch nicht durch. Da gehört jetzt der nächste Teil noch dazu. Ein Albion-Auto klaue ich mir jetzt mal lieber nicht. Auch ein Auto. Wo muss ich hin? Hier. Jetzt bist du am Arsch. So. Auto. Ist jetzt einfach niemand drin. Die fahren alle. Alles Teslas hier, alle ferngesteuert. Ist auf jeden Fall ein E-Auto, wie er klingt. Sehr fortschrittlich in London. Scheiße. Albion hat den Ort wie ein verdammter Parasit übernommen. Und die gesamte Polizei. Aber keine Sorge, wem die privatisierten Schlägertrupps nicht gefallen, der kann ja einfach woanders einkaufen. Hätte nie gedacht, dass mir die Bullen mal leid tun, aber scheiße. Keine Panik. Es hat sich nichts geändert außer der Uniform, den Sturmwaffen und der Tatsache, dass sie jetzt auf Profit aus sind und nicht auf den Dienst an der Gemeinschaft. Okay, für Informationen zum Spider-Bot musst du weiter rein. Okay, wir hacken uns rein. Das ist ja das, was wir am besten können. Wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Wir könnten jetzt hier vorne rein. Oder wir hacken dort unten irgendwas. Es gibt so viele Kameras hier. Ich bin überfordert. Bagley, ist das unser Spider-Bot? Die Seriennummer passt zu dem Spider-Bot vom Ort des Tohan-Anschlags. Kannst du den letzten Benutzer identifizieren? Steuere den Spider-Bot aus dem Raum raus. Ich brauche eine direkte Verbindung, um mehr über unseren halbierten Freund zu erfahren. Wird gemacht. Diese Öffnung da sieht nach einem guten Ausgang aus. Welche Öffnung? Mach's dir bequem. Sogar kaputt und mit ein paar fehlenden Beinen kann der Spider-Bot noch springen und passt durch Schächte. Eine gute Möglichkeit, unentdeckt durch das Revier zu kommen. Das ist ein Teil des Fernzündsystems aus dem Parlament. Wenn die Polizei bzw. Albion es wirklich analysiert hätten, würden sie sehen, dass das nicht DedSecs Werk war. Das ist Dortons Maske. Die muss aus dem Parlament geborgen worden sein. Muss ich lang? Vielleicht ist sie das Einzige, was von ihm übrig ist. Ach, da. Gut. Und der läuft voll schief, weil er so kaputt ist. Ach,
dieser gelbe Kantenmaler. Wow. Der gelbe Kantenmaler hat hier einfach Rohre gelb gemalt. Gut, dass er unendlich oft springen kann. Obwohl er kaputt ist. Aber er qualmt schon. Ich befürchte, wir müssen das gleich nochmal machen. Ich glaube, der geht gleich ganz kaputt. Hä? Muss ich dort nicht rüber? Ich muss doch darüber. Okay. Verdammt, sieh sich einer den ganzen Müll an. Du musst drüber springen, um zur nächsten Schachtöffnung zu kommen. Was für Müll? Ich sehe keinen Müll. Geh einfach mal weiter. Wow, Nico. Wir sind doch auch kein Müll. Guck, wie gut wir das hinkriegen, obwohl wir handicapped sind. Ist vielleicht gerade ein bisschen schwieriger. Ja, wir sind nicht ganz so fit. Ja, wir geben unser Bestes. Du bist fast da. Bahne dir den Weg durch diesen letzten Schacht. Ja, da wird doch jetzt bestimmt irgendwas passieren. Wenn du schon sagst, das ist der letzte Schacht, dann muss doch was schief gehen. Warte mal, wir haben uns ja unten den Eingang hatten wir uns ja schon geöffnet.
ist deaktiviert. Wir können hier vorne einfach rein. Weg mit diesem Gesindel. Ist schon ziemlich müllreif, ja. Hast ja recht. Setz halt Maske auf, fällt überhaupt nicht auf. Wir müssen eine Etage nach oben. Ist hier jemand? Nö. Geh mal hier rum. Küche. Oh, dort ist noch zu. Aber wir haben die Tür dort aufgemacht. Was war das? Gib auf! Wir haben ihn. Ist auf die Polizei registriert. Müssen wir jetzt entkommen, oder? Ich hab's. Ich scanne den Spiderbot und greife auf die internen Laufwerke zu. Während ich diese Daten analysiere, solltest du dich verdünnisieren. Es sei denn, du möchtest unserer neuen, schwer bewaffneten Polizeimacht erklären, warum du ins Revier eingebrochen bist. Okay. Das Spiderbot-Teil, das du gefunden hast, verfügt über ein satellitengestütztes GPS-Modul, das seine Position regelmäßig an eine bestimmte Bodenstation gemeldet hat. Ein Geheimversteck? Das ergibt für mich keinen Sinn. Das sehen wir uns besser an. Ich schicke dir die Position der Bodenstation. Nein, ich wollte die Map. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich würde halt schon gern gucken, dass wir auch diese... Hier, das, was da links steht. Ich gehe jetzt hier nochmal rein. Ich will diesen komischen Freiheitskämpfer... ...freien. Cool. Bezirksaufstand. Bekämpfe die Unterdrückung von London, indem du Bezirksgelegenheiten in Londons 8 unterdrückten Bezirken abschließt. Schließe alle Gelegenheiten in einem Bezirk ab, um eine einzigartige Mission freizuschalten. Durch den Abschluss einer einzigartigen Mission eines Bezirks bringst du den Bezirk zum Aufbegehren. Begehrt ein Bezirk auf, erhältst du folgende Belohnungen. Erfahrener Agent, erhöht Unterstützung für DedSec und die Anzeige der Technikpunkte auf der Karte. Na bitte, ich glaube, du hast eine neue Freundschaft geschlossen. Wenn Albion jemanden einsperren will, ist dieser jemand gefährlich. Und mit gefährlich können wir was anfangen. Ja. Okay, das war der einzige Freiheitskämpfer. Wir haben denn hier noch die zwei Propagandageschichten. Wir sind ja jetzt gerade der Bauarbeiter. Wir können ja eine Drohne rufen. Falls wir nach oben müssen. Gehen mal gucken. Wir gehen im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich muss mal weiter. Ich auch. Das ist schon noch ein Stückchen, ne? Hier ist ein Moped. Das ist zwar das Postauto. Postmoped, ja egal. Oh Gott, bin ich wieder fast gegen die Laterne gefahren. Na, unser Ziel ist halt eigentlich nur zu zeigen, dass nicht wir schuld sind an den Terroranschlägen, sondern Zero Day. Und das versuchen wir jetzt zu beweisen. Wer denn da so die Drahtzieher sind und so. Hey, habt ihr das gesehen? Der ist volle Kanne mit Absicht in mich reingefahren. Ich wollte hier einfach nur kurz gucken. Aber ich weiß nicht, das Problem ist doch, wenn ich jetzt die Frachtdrohne rufe, das sehen die doch alle. Oder? Da haben die doch bestimmt was dagegen. Ich speichere gleich mal und dann probieren wir das einfach. Tschüss.